Servus Leute und willkommen zu meinem neuesten Video. Heute, by the way, wie findet ihr meine Frisur? Ich war heute beim Friseur und bei dem Friseur, bei dem ich letztes Mal hier in Mainz war, der hat irgendwie insolvent gemacht und war irgendwie heute gerade am Entrümpeln und hat alle Sachen rausgebracht. Deswegen musste ich zu einem anderen und das war so ein ganz zwielichter, nicht asiatischer, arabischer, irgendwo aus dem arabischen Bereich, so ein Friseurladen und der war echt so ein bisschen zwielichtig, ich weiß nicht. Aber ist doch ganz okay, auf Linie hier, dies, das und ja, geht schlechter. Ich hatte Vertrauen in den Mann, als er mit seiner Rasierklinge da ankam. Ich habe schon gedacht, nein, überlebst du das hier nicht. Aber gut, dann kommen wir doch mal zum Videothema und zwar gibt es heute ein Video, das ich eigentlich so schon mal abgedreht habe. Es geht um meine Ziele, meinen Trainingsplan und den Weg, ne? Von jetzt bis Ende Dezember, bis zum Ende meines Aufbaus und wie ich diesen Weg gestalten möchte. Ja? Angefangen, und damit switchen wir eigentlich auch gleich mal rüber, bei meinen Schwachstellen, ja, wo will ich mich optisch verbessern, weil darum geht es ja auch schlussendlich, ja, also wo sage ich, was könnte man, wo konnte man noch ein bisschen was draufpacken, was ist schon okay, wo gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Und Leute, ich sage euch, da gibt es einige Stellen, ist natürlich immer so, dass es mehr gibt als weniger, aber sonst hätte man ja auch nichts mehr zu tun, ne? Jetzt ist mir dieses Bild hier abhanden gekommen. Hier ist es. Immer diese Technik. Dann fangen wir mal bei den Schwachstellen an. Und zwar, oder nee, komm, wir fangen bei den Stärken an. Ja, die hier sind natürlich auch wichtig. Dementsprechend machen wir hier mal die grüne Farbe. Gucken uns an, wo denke ich, dass ich ganz okay bin. Ja, also fangen wir mal an hier. Oberschenkel, Vorderseite, ja. Nein, Scherz. Oberschenkel, Vorderseite. Ganz klar, dann Bizeps ist okay. Brust, Korb, ja, ist auch ganz ordentlich, ist auf jeden Fall eine Muskelgruppe, die jetzt nicht in den Hintergrund rückt oder nicht unauffällig ist, wenn man mich jetzt im Gym vielleicht sieht, ja, und nicht beurteilen müsste. Dementsprechend Brust, Bizeps, Beine, Beinvorderseite vor allem, zu den Beinen kommen wir nachher nochmal. Und Bauchmuskeln ist jetzt eher so eine neutrale Sache, also, ne, ich glaube, keiner würde sagen, dass die Bauchmuskulatur jetzt ungefähr unbedingt eine krasse Stärke ist, aber wenn sie mal freigelegt ist, finde ich, habe ich dann eine ganz gute Basis, ja. Gut, dann vordere Schulter, grün, vordere Schulter und komm schon hier runter. Vordere Schulter. Und ja, das wäre es eigentlich so ziemlich. Der Rücken, den sieht man jetzt hier nicht. Da gehe ich eigentlich davon aus, dass er auch momentan ganz okay ist. Jedenfalls der obere Teil des Rückens, der Trapez, der untere und der Latissimus gehören dann doch eher zu den Schwachstellen. Und da wären wir auch schon dabei. Zwar sind meine Schwachstellen zum einen die Waden, wobei ich der Ansicht bin, dass niemand wirklich die geilsten Waden hat oder sehr, sehr wenige. Der genetische Faktor spielt da schon eine ziemlich große Rolle. Dann auf jeden Fall die Oberschenkelrückseite, ja. Da ist ein ganz klares Defizit vorhanden, da muss ich noch ordentlich ranklotzen. Und auch schlimm oder nicht so gesegnet sind meine Flügelchen, ja. Also Latissimus, der ist nicht so, dass ich sage, ach, da kann ich mich zurücklehnen, muss gar nichts mehr machen, ja. Also Latissimus, Waden, Oberschenkel, Rückseite und ganz, 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 ganz wichtig, der mittlere Schulteranteil, ja, also vordere, hintere ist ganz okay, wobei die hintere auch noch so ein bisschen hinterher hängt, aber der mittlere Anteil, ja, hier, der ist doch noch sehr, sehr hinten dran und vor allem, wenn ich mich jetzt breit mache, ne, auch die Schultern schön rausbekomme, ist da kaum was zu sehen, also die vordere Schulter ist schon sehr dominant und generell diesen berühmten 3D-Look, ja, diese 3D-Kanonenkugelschultern, wie man sie so schön nennt, sind bei mir halt einfach nicht vorhanden, dementsprechend, da muss auf jeden Fall noch was drauf. Gleiches gilt eigentlich auch für den Trizeps. Gut,
sehr viel rumgekritzelt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen ein gutes, also ein einigermaßen gutes Bild davon bekommen. Und jetzt geht es halt darum, wo stehe ich momentan, auch gewichtstechnisch. Ja? Also ohne es jetzt aufzuschreiben, ich bin ungefähr bei 91,5 Kilo mit einem Körperfettanteil von 16-17%. Ich habe mich schon ein bisschen gehen lassen, muss ich schon zugeben, in letzter Zeit. Und ja, ich will ungefähr auf 95 bis 96 Kilo hoch und mein Körperfettanteil sollte höchstens um 1% steigen, wenn nicht sogar lieber gleich bleiben, aber das ist kaum möglich. Ja? Also sagen wir mal so 18% sind realistisch, vielleicht auch 18,5, aber mehr soll es dann einfach nicht werden, macht ja auch sonst keinen Sinn. Ja? Also nur Fett aufzubauen, das nachher wieder runter muss, ist doch eher kontraproduktiv. Und ja, so sehe ich das. Dann kraftsteigerungstechnisch lege ich jetzt nicht so einen ganz großen Fokus. Mich würde es natürlich trotzdem freuen, wenn im Bankdrücken und in der Kniebeuge jeweils vielleicht noch so 7,5 bis 10 Kilo draufkommen auf meinen Maximalwert. Und ja, aber wie gesagt, zählt erstmal die Optik. Die muss nächstes Jahr im April on point sein und dementsprechend wird bis Dezember da der große Fokus drauf liegen. Und ja. Gut, dann zeige ich euch, wie ich das erreichen möchte. Ja? Also der Trainingsplan ist hier natürlich das Entscheidende. Neben der Ernährung, ganz, ganz klar. Gegliedert ist mein neuer Plan in 6 Einheiten die Woche. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das wirklich so schaffe. Ja? Also das muss ich erstmal ausprobieren, wie es dann auch mit dem Lernen aussieht. Aber 6 Einheiten sind machbar, sind viel, ja, ist so ein Zwischending. 3 Oberkörper-, 3 Unterkörper-Einheiten und die Einheiten sind folgendermaßen gegliedert. Oberkörper- und Unterkörper-1-Einheit sind sehr hypertrophielastig für die jeweiligen Muskelgruppen. Ja, eher im Wiederholungsbereich von 8 bis 12. Nicht so viele Spielereien. Ganz grundsolide Übungen für sowohl die Oberschenkelvorderseite, die Rückseite, jetzt im Unterkörpertraining oder eben Bankdrücken, Rudern oder verschiedene Zugbewegungen. Im Oberkörpertraining. Dann die Ober- und Unterkörper-2-Einheit sind Fokustage, speziell auf die Schwachstellen abgestimmt, wo ich diese Muskulatur besonders rannehme, zum Beispiel im Oberkörpertag jetzt die Schulter oder im Unterkörpertag die Oberschenkelrückseite. Und im OKUK-3-Tag, also im dritten Training, Tag 5 und 6, geht das Ganze ein bisschen zyklisch vor. Und zwar habe ich diesen Plan aus meinem letzten Plan entnommen oder dieses Trainingssystem. Und zwar steigere ich mich hier von Woche zu Woche, ich will nicht sagen mit dem Gewicht, aber ich wende einen anderen Wiederholungsbereich an. In Woche 1, zum Beispiel jetzt im Oberkörpertraining, würde ich dann 5x7 Wiederholungen machen, dann 7x5 und so weiter. Ja, also ich zeige euch das jetzt noch gleich, wie der Planer konkret aussieht. Hier der Oberkörperplan. Ich habe jetzt meinen Montag, Dienstag, Mittwoch hingeschrieben. Eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist es Montag, Mittwoch und Freitag. Ja, ich habe immer einen Tag zwischen jeder Oberkörpereinheit, um der Muskulatur Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Dementsprechend Montag Oberkörper 1, Dienstag Unterkörper 1, Mittwoch Oberkörper 2 und so weiter. Also immer abwechselnd. Dann, wie gesagt, die Oberkörpereinheit, sowohl Montag, ja, hier steht jetzt Donnerstag, beachte das nicht, ich habe mich verschrieben, und die Unterkörper-1-Einheit sind eigentlich relativ gleich aufgebaut, ein 4x8, zweimal, einmal für die Oberschenkelvorderseite, für die Rückseite, für den Brust, für den Oberkörper und für den Rücken, mit einem Bankdrücken und einem Rudern, und danach ja, geht es ein bisschen an die höheren Wiederholungszahlen, ein bisschen niedriger mit dem Gewicht und an die Isolationsübung. Hier habe ich gedacht, dass ich mich an jedem Oberkörpertag auf eine Muskelgruppe fokussiere, jetzt was die Isolationsübung angeht. Ja, am ersten Tag fokussiere ich mich sehr stark auf den Trizeps. Ist natürlich auch so abgestimmt, dass ich am zweiten Oberkörpertag, sprich 2 Tage danach, den Trizeps nicht so sehr benötige. Ja, also ich könnte jetzt nicht den Trizeps vollkommen zerstören und dann 2 Tage später ein schweres Bankdrücken mit 100 Kilo machen, da der Trizeps dort sehr, sehr stark belastet wird und benötigt wird. Und wenn der an diesem Tag nicht voll regeneriert ist, wird das Ganze ein bisschen schwierig. Dementsprechend habe ich 2 Tage später im Oberkörper 2 Training
die Overhead Press als Fokusübung, da meiner Meinung nach der Trizeps nicht so stark benötigt wird oder nicht so viel leisten muss, wie jetzt bei dem Bankdrücken. Liegt zum einen auch daran, dass ich bei der Overhead Press viel weniger Gewicht verwende und die obere Brust bzw. die Schultermuskulatur auch sehr stark mithelfen. Gut, dann wie die einzelnen Wiederholungsbereiche aussehen, erkläre ich jetzt nicht. Das würde dann auch ein bisschen zu weit führen. Und ja, was ich aber noch sagen kann, zum Beispiel beim Oberkörper 2-Tag habe ich ein System angewandt, das mir der Max gegeben hat. Und zwar geht es hier einfach darum, eine Progression zu haben, möglichst von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, aber trotzdem ein hohes Volumen zu akkumulieren. Sprich, wir haben einen Topsatz mit 6 bis 8 Wiederholungen mit einem Gewicht, wo ich davon ausgehe, dass ich es eben in diesem Wiederholungsbereich einmal drücken kann und mir aber ja eine Wiederholung sozusagen übrig lasse. Sprich, ich versuche immer die 8 Wiederholungen zu schaffen, guck aber, dass ich, wenn ich an die 8 Wiederholungen gehe, noch eine hinterher machen könnte. Ja? Also ich gehe nicht ganz bis ins Muskelversagen, spare mir ein bisschen Energie auf für die darauffolgenden Sätze. Die darauffolgenden Sätze werden so gemacht, dass ich mir die Wiederholungszahl anschaue von Satz 1 und dann so viele Sätze mit 7,5% weniger hinterher baller, bis ich merke, oh, ups, jetzt ist diese Wiederholungszahl nicht mehr im Tank, ja, also nicht mehr drin. Ja? Also wenn ich jetzt 8 Wiederholungen gemacht habe und danach mit 7,5% weniger noch 4 Sätze, 8 Wiederholungen schaffe und dann am nächsten Satz nur noch 7, höre ich auf. Am Ende habe ich mir gedacht, mache ich dann noch, um nochmal die Schulter wirklich komplett zu zerstören. Wie gesagt, das ist ja ein Fokustag speziell auf die Schultermuskulatur. Dachte ich, mache ich noch einen Backoff-Satz, einen leichteren Satz zum Ausbauen mit 10 Wiederholungen. Da kann es auch sein, dass ich mal ein bisschen höher gehe mit den Wiederholungen noch. Also vielleicht 10 bis 12 oder mal einen Supersatz oder einen Reduktionssatz mache. Ja? Gut. Dann Mittwoch, Oberkörper 3 und Unterkörper 3. Wie gesagt, dieses zyklische System. Da gehe ich folgendermaßen vor, dass ich mir jeweils die Grundübung raussuche, sprich Squats und Bankdrücken. In der ersten Woche ein 5x7 als Übung, also als Trainingssystem wähle. In der zweiten Woche dann ein 7x5, dann ein 10x3 und dann mit 90% meines Maximalgewichtes aus meinem vorherigen Zyklus. Das wären jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken 127,5 und bei den Kniebeugen 170 knapp. Anhand des neuen Maximalwerts, das ich mir dann errechne, indem ich, ne, wenn ich jetzt sage, ich habe mir 90% von meinem vorherigen Maximalgewicht 5 Wiederholungen geschafft und letztes Mal nur 4, ne, dann kann ich mir anhand der Hochrechnung auf eine Wiederholung runter oder der Runterrechnung mein neues Maximalgewicht errechnen. Ja. Und anhand dessen starte ich dann meinen neuen Cycle. Ja. Also ihr müsst verstehen, in der ersten Woche beim 5x7 arbeite ich mit 75%, dann mit 80%, dann mit 85%, dann mit 90%. Und eben an diesem Maximalwert kann ich mir dann wieder das Gewicht in der ersten Woche errechnen. Und dann in der zweiten, in der dritten und in der letzten. Gut, das war jetzt ein bisschen viel Gelaber und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen verhaspelt. Aber ist einfach nur dazu da, um euch einen groben Überblick zu geben über mein Vorhaben, was ich denke, was für mich im Moment Sinn macht. Die Isolationsübungen, ob die jetzt so feststehen bei den einzelnen Tagen und generell auch, abgesehen jetzt von diesen Grundübungen, von der Overhead Press, von Bankdrücken, vom Rudern und so, von den ersten zwei, drei Übungen in jeder Einheit, da muss ich noch schauen, ob ich da vielleicht doch noch die ein oder andere Änderung vornehmen werde. Weil ich muss es ja auch erstmal in der Praxis sehen, wie komme ich wirklich damit klar, wie ist es vom Nervensystem her, vom Muskelkater, habe ich die Zeit überhaupt, mich zu erholen, schaffe ich die 6 Einheiten überhaupt und am Ende der Woche sieht man dann, wie es aussieht und ja, mit diesen Worten, wenn ihr Fragen habt, fragt, schießt los, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet und damit verabschiede ich euch in die frische Woche. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet und bis zum nächsten Mal.